Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video möchte ich dir meine Jürgen Höller Erfahrungen teilen zu dem Gratisbuch Denken, Handeln, Wohlstand. Du findest den Link zu diesem kostenlosen Buch in der Videobeschreibung. Ich will dir einfach mal das Buch näher vorstellen und gleichzeitig meine Kritik dazu teilen. Nach dem Schauen müsstest du einfach besser wissen, ob es sich für dich lohnt oder nicht. Inhaltlich geht es in diesem Buch unter anderem darum, wie man sein Mindset auf Erfolg programmiert, wie man seine Geschäftsideen wahr werden lässt und wie man seine Unternehmerziele verwirklicht. Es geht darum, den eigenen Wohlstand langfristig aufzubauen und wachsen zu lassen. Und wie du bereits erkennen kannst, siehst du hier das E-Book. Es gibt ja noch die E-Book-Version, wo man sich dazu kaufen kann. Ist natürlich optional. Und die Hörbuch-Version gibt es ja auch noch. Bevor wir uns das Buch hier näher anschauen, vielleicht mal noch ein paar Worte zu Jürgen Höller. Er hat mit 19 Jahren, soviel ich weiß, sein erstes Unternehmen gegründet. Aber da es damals nicht so gut lief, ging er fast pleite damit und hat dadurch halt auch schlechte Kritik bekommen, hat aber nichtsdestotrotz noch mehrere profitable Unternehmen aufgebaut und 1991 dann wurde er zum Unternehmer des Jahres gewählt und er ist auch ein Top-Coach mittlerweile. Soviel ich weiß, war er in Focus Xing als Top-Coach ausgezeichnet und nun gibt es ja diesen Ratgeber Denken, Handeln, Wohlstand. Darauf gehen wir jetzt mal näher ein. Also wie du erkennen kannst, hat das E-Book nicht wahnsinnig viele Seiten. Also es sind nach dem Inhaltsverzeichnis 145. Wobei man auch sagen muss, es kommt ja nicht auf die Menge an, sondern auf die Qualität. Also es geht hier los mit dem Abschnitt Erfolg, das Mindset erfolgreicher Menschen, deine inneren Glaubenssätze. Du musst natürlich wissen, ich kann dir hier jetzt nicht alles zeigen, aber so, dass du mal ein bisschen reinschnuppern konntest. Dann geht es hier weiter mit, du bist die Summe deines Umfeldes, gute Persönlichkeit, Organisation als Erfolgsgrundlage, das GATT-System, der 14-Tage-Plan zum Erreichen deiner Ziele, darauf gehe ich gleich näher ein, das hat mir nämlich sehr gut gefallen, Karriere vom Hinterhof bis Rampenlicht, dann geht es weiter mit selbst im Alphabet, kommt Arbeit vor Erfolg, Erfolg hat drei Buchstaben, T-U-N, tun, Unternehmensziele, such dir einen Coach. Wohlstand, das Mindset wohlhabender Menschen, der durchschnittliche Millionär und so weiter. Also was mich persönlich interessiert hat, war das Mindset erfolgreicher Menschen. Wie bereits erwähnt, die wird der 14-Tage-Plan zum Erreichen deiner Ziele. Nun, ich möchte aber gleich sagen, dass das Buch hier nicht sonderlich gut geschrieben ist. Also von der Ausdrucksweise her ist es doch sprachlich jetzt nicht auf der Höhe, sage ich mal. Also man könnte sich definitiv noch professioneller ausdrücken, was mich persönlich jetzt nicht gestört hat. Mir ist es sogar lieber, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es da draußen den einen oder anderen gibt, den er stören könnte. Mir ist aufgefallen, dass er sehr motivierend schreibt. Also mal ein Beispiel. Es gibt einen Abschnitt, darin steht, dass jeder Mensch als Gewinner geboren wurde und bringt dann auch noch ein paar Beispiele, wie dass Beethoven in seinen späteren Jahren taub war, doch die Werke, die er in dieser Zeit komponiert hat, gehörten zu seinen besten Werken. Oder auch Ray Kroc war 54 und erst in dem Alter hat er dann seine erste McDonald's-Filiale eröffnet. Also es ist nie zu spät sozusagen. Oder mal noch ein anderes Beispiel, was mir noch einfällt, ist Arnold Schwarzenegger war Sohn eines Dorfpolizisten, soviel ich weiß, und begann dann als Bodybuilder. Und der Name sagte ja sicherlich auch was und er ist heute halt sehr bekannt geworden. Und das muss man sich ja auch mal vor Augen führen, dass wir das wirklich können, egal wie alt wir sind. Und es kommt halt alles größtenteils auf das eigene Mindset drauf an. Die ganzen beschränkenden Glaubenssätze müssen wir einfach über Bord werfen. Und was ich auch cool finde, ist, dass es immer Abschlussübungen gab. Und bezogen auf das, was ich gerade gesagt habe, gibt es dann die Aufgabe, dass man aufschreiben muss, was für beschränkende Glaubenssätze man hat, oder er drückt es aus, was die eigenen Stricken sind, die uns gefangen halten bzw. uns daran behindern, dass wir uns nicht komplett entfalten können, und dann können wir das dann einfach niederschreiben. Das kannst du dann direkt in das Buch reinschreiben, das ist dann so eine Notizecke,
ja, so geht es dann durch das Buch. Also man macht auch was aktiv mit dem Buch. Und ja, was ich noch sagen kann, ist der 14-Tage-Plan. Der hat es wirklich in sich. Da geht es dann darum, dass du aufschreibst, was dir nicht in deinem Leben gefällt und was du gerne ändern würdest. Zum Beispiel schreibst du dann auf, ich möchte nicht mehr wenig Geld verdienen. Und dann schreibst du es einfach positiv um. Tag 2 schreibst du dann auf, was dir gefällt. Ja, und was magst du, was hättest du gerne. Im 3. Tag schreibst du dann die Zieleliste dazu auf. Und so geht es dann immer weiter. Ich kann dir natürlich nicht alles zeigen. Du definierst dann noch dein Hauptziel und du wirst hier wirklich Schritt für Schritt durchgeführt. Da gibt es auch noch die Glaube, Übung, Umsetzung. Da geht es dann um Dinge wie, dass wenn man etwas ernten will, dann muss man es auch aussehen. Und da beschreibt er dann, dass der Gedanke, dass dein Saatgut ist und dass dann das Handeln das Aussehen ist. Ich kann natürlich jetzt nicht auf alles eingehen. Und ja, so viel mal zu meinen Erfahrungen, zu meiner Kritik. Ich hoffe, ich konnte dir hier ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, du findest den Link zu diesem Buch in der Videobeschreibung, da es ja kostenlos ist, beziehungsweise dass du nur den Versand zahlst, lohnt es sich definitiv. Es ist in meinen Augen kein Schrott. Und ja, klick den Link in der Videobeschreibung. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib diese in die Kommentare. Und vielen Dank fürs Zuschauen.